Ja, moin zusammen. Ganz kurzes Live. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Osnabrück. Ich bin schon ganz ruhig, Anthony, im Osnabrücker Land und habe heute Abend hier einen schönen Auftakt. So wie gestern Abend war es auch schön. Gestern war ich Richtung Osten unterwegs, östlich von Hannover, und heute, wie gesagt, im Osnabrücker Land. Und was ich, wer in der Nähe ist, ich habe das eben gerade nochmal gepostet. Da würde ich mich sehr darüber freuen, falls einer heute Abend noch dazu kommt. Es soll einen ehrlichen, offenen und völlig entspannten Dialog geben. Also genau das, was in Deutschland gefühlt kaum noch möglich ist, weil man gleich immer wieder wegcancelt und so. Und deswegen finde ich diese Veranstaltung ziemlich geil, weil du kommst aufs Land oder mal in die Stadt und hörst dir mal wirklich an, was den Leuten auf den Nägeln brennt, ja. Und das sind ja so Themen in letzter Zeit. Ich habe hier mal so eben gerade auf der Fahrt noch mal so zwei, drei Notizen gemacht, was mir auch so wirklich auf den Keks geht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es hat jemand ein Plakat hochgehalten auf einer Demo. Da steht drauf: Preiserhöhung plus Inflation gleich Politikversagen. Und das, würde ich erstmal sagen, stimmt. Aber das ist jetzt nochmal, ich wiederhole das nochmal ganz kurz, ja. Preiserhöhung plus Inflation gleich Politikversagen ist jetzt allen Ernstes ein Fall für den Verfassungsschutz. Der Heidenwang ist jetzt allen Ernstes der Meinung, dass das gar nicht geht. Das ist eine Kritik, die werden wir im Keim ersticken. Also, es ist ja auch, wenn ich Nancy Faeser so reden höre, immer wo jemand denkt, ja, aber ihr seid schon, ihr wisst schon, dass ihr jetzt einen anderen Auftrag habt. Ihr seid die Hüter der Verfassung und nicht die Feinde der Verfassung. Das muss euch schon klar sein, ja? Und deswegen bin ich auch froh, dass es ja auch Urteile gibt, nicht nur das jetzt aktuell von Julian Reichelt, wo man durchaus die Regierung, und das ist ja der Unterschied, was Sie nicht verstehen, wenn man die Regierung kritisiert, kritisiert man nicht die Bundesrepublik Deutschland, weil das sind wir alle, sondern das ist einfach nur diese schwachsinnige Scheiße, die ihr da macht. Die kritisieren wir doch nur. Ja, und das ist vollkommen legitim. Und das kann man auch pointiert, vielleicht auch sogar ein bisschen überspitzt machen. Das muss man aushalten. Das muss Politik aushalten, sowas. Das ist nun mal: if you can't stand the heat, get out of the kitchen, sagt der Engländer. Ja, dann müsst ihr weg, Freunde des Karnevals. Das ist Wahnsinn. Das habe ich noch. Was mir einer zu, heute im Spiegel stand das, die NSA, also die National Security Agency, hört in Deutschland eine halbe Milliarde Telefonanrufe an. Weißt du, dann habe ich gleich gesagt, abhören unter Freunden geht gar nicht. Wer war das nochmal? Ach ja, die Tante aus der Uckermark, Frau Merkel, ne? Genau. Und das ist einfach auch so ein Witz. Jetzt hören wir ja überall Spionage. Der Chinese ist am Spionieren, der Türke, der Iraner, alle spionieren hier gerade. Aber unser guter Freund von nebenan, ne? Der ist immer noch voll am Gange. Gut, okay. Dann war ich erstaunt, dass auf Lampedusa gerade im letzten Woche so viele Flüchtlinge in Anführungsstrichen angekommen sind, weil der Status ist ja völlig unklar. Aber als ich die Bilder wieder gesehen habe, wieder auch alles junge Männer. Also das ist einfach auch schon wieder, wo ich immer denke, sichert irgendeiner die Grenzen? Sei es die Außengrenze, sei es die innerdeutsche Grenze. Nee, ne, macht keiner, ne? Doch. Ah ja, gut. Thema für sich, also auch spannend. Das haben wir nämlich überhaupt nicht im Griff, und das, ich finde es immer so witzig. Ja, jetzt ist der Durchbruch gekommen auf europäischer Ebene. Wie oft höre ich mir jahrelang, seit gefühlt 10 Jahren mindestens, höre ich mir das an: jetzt läuft's aber, jetzt geht's los, jetzt haben wir alles im Griff, und jetzt, oder der Kanzler dann, ja, rigoros abschieben. Jo, läuft, ne? Läuft. Ich sage mal die berühmte Zahl, 496.000, ne? Stehen eigentlich zur Abschiebung bereit. Und das ist auch ganz interessant, ich gerade eben den Fokus gelesen, und meine gute Freundin Julia kennt diesen Autor dieses Artikels ziemlich gut. 45,8% unserer jungen Muslime wünschen sich einen Gottesstaat in Deutschland. Nochmal, ich wiederhole es nochmal. 45,8%. Du, da habe ich aber gestaunt, als ich das gelesen habe. Also da müsst ihr leider woanders hingehen, weil das wollen wir hier nicht. Dann müsst ihr den woanders aufmachen. Hier nicht. Hier geht das nicht. Das ist hier christlich orientiert. Wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr das woanders machen. Hier geht das nicht. Ja? Das gehört einfach auch zur Wahrheit dazu. Das muss man aber ganz klar so sagen. Not here. So, und wenn ich dann auch gestern, wie gesagt, aus Hannover die Studie, ich weiß nicht, ob der Professor Pfeiffer noch da ist. Da war ja auch krass, dass 67%, also mehr als zwei Drittel
lieber die Scharia bevorzugen vor dem deutschen Grundgesetz. Boom. Nochmal. Mehr als zwei Drittel. 67, nagelt mich nicht fest, Prozent. Irre. Und ein Drittel von diesen Befragten, das waren 15-jährige junge Männer, weiß nicht, ob es nur Männer waren, vielleicht war es auch Mädchen auch, weiß ich nicht, auch egal, befürworten dann auch, dass man, um das durchzusetzen, Gewalt anwenden darf. Donnerwetter. Da muss ich auch sagen, ihr seid hier falsch. Das funktioniert hier nicht in Deutschland. Ja? Dann müsst ihr leider woanders hingehen. Und das finde ich schon absolut irre. Und dann auch Rente. Jetzt soll die Rente erhöht werden. Ich gönne jedem Rentner ja die Erhöhung. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, wenn man mal guckt, die Rente in Deutschland vom letzten Netto ist momentan bei 48,1%. Und ich glaube, wir wollen auf 43 soll es gedeckelt werden. Nagelt mich da nicht fest. Fakt ist auf jeden Fall jetzt 48,1. Und in Frankreich sind es 74,5. Boah, warte mal. Also vom letzten Netto in Deutschland 48,1 und in Frankreich 74,5. Und in Italien 93,2. Und das im besten Deutschland aller Zeiten, Leute. Irgendwie habe ich da gerade so ein paar Fragen. Und dann habe ich auch eine Studie gelesen, oder beziehungsweise ein paar Zahlen gelesen über Eigentumsverhältnisse in den anderen Ländern. Boah, da sind die uns auch alle weit voraus. Und dann war Internetausbau, es war eine ganz interessante, es stimmt ja auch alles, ich habe das bei Statistiker nachgeschlagen, ist alles richtig. Wow, da habe ich gestaunt, Freunde. Das war echt krass. Aber, was soll ich sagen? Wir arbeiten dran, um das Ganze jetzt zu verändern. Ja, und dazu brauchen wir euch alle. Ja, es geht gar nicht anders. Also, gestern Abend, tolle Veranstaltung. Mitten auf dem Dorf, war in so einer relativ kleinen Garage und auf einmal war das dann alles voll, als ich dann aufgebaut habe und dann gucke ich, Donnerwetter, waren über 200 Leute da, das war cool, bin jetzt gespannt. Es ist ganz interessant, weil ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinkomme immer. Das Navi sagt, Anthony, fahr da und da lang, ich komme da und da hin, ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau wird, aber das ist spannend, das ist ja auch das Schöne, dass du immer neue Leute kennenlernst und dann auch mal die Probleme dieser Leute, und auch die haben ja auch Lösungen auf der Hand. Es ist also das ist total total irre. Ich poste nachher noch mal was. Ich habe gerade mit meinem Kumpel Nikolaus von Schöningen gesprochen. Der hat jahrelang Pächter gewesen von Schloss Marienburg. Mache ich nachher. Teile ich was zu. Ganz interessant das Gespräch. Da aber, wie gesagt, da will ich nicht zu viel verraten. Ich habe da einen interessanten Post nachher, müsste ich mal angucken. Also es läuft so viel hier gerade falsch und wir müssen das einfach ändern. Und es ist alles machbar. Es ist überhaupt kein Problem. Aber was ich ganz vergessen habe, gestern, das habe ich gestern auch schon zugespielt bekommen, der Cicero hat ja die Akteneinsicht einklagen müssen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Einklagen müssen beim Wirtschafts- und Umweltministerium über den Ausstieg der AKWs bei uns. Und jetzt kam ja raus, ihr habt es wahrscheinlich auch schon alle gehört heute, dass. Oh Scheiße, bin ich falsch gefahren. Ah, warte mal. Aber das Navi funktioniert ja. Und zwar haben mir die beiden Staatssekretäre von Herrn Habeck, das eine war ja auch sein Trauzeuge, glaube ich, der Greichen-Clan, ne? Also dieses, das ist wirklich alles Clans, bewusst angeblich zurückgehalten die Faktenlage und dass der Ausstieg, obwohl es alle Experten gesagt haben, dass das die Preise hochjagen wird und eine Gefahr für die Versorgungssicherheit von Strom sein könnte. Und machen wir es mal jetzt vor, die Strompreise sind gestiegen, wir kaufen für teure Strom, das ist ja Fakt. Ja, also wir sind seit dem Tag zum Netto-Stromimporteur geworden. So, das kann man nicht leugnen. Und dann kann man nicht sagen, ja, ist doch alles gut gelaufen. Ja, wenn ich für x-fache mehr dann Energie aus dem Ausland einkaufen muss, unter anderem auch von AKW-Strom aus Frankreich und sogar aus Polen, Jesus Maria, da musst du doch mal sagen, seid ihr alle bekloppt? Das ist doch nicht mehr normal, sowas. Und das selbst, ich sage ja, die schaffen es selbst aus Scheiße Marmelade zu machen und die würden wahrscheinlich sogar irgendeiner Oma einen Staubsauger als AKW verkaufen können. So ein Bullshit. Das können sie ja labern, können sie ja wie die Großen.
wunderschön hier. Also wunderschön wieder im ländlichen Raum unterwegs. Aber wie gesagt, das kam jetzt ja alles raus. Ich meine, das wusste man auch. Und habe gesagt, also, dann zu behaupten, ja, die beiden Staatssekretäre haben das für sich behalten. Das habe ich gar nicht zu Gesicht bekommen. Alter Schwede, jeder hat das gesagt. Jeder hat das gesagt, dass es total der Gehirnfurz ist und Schwachsinn ist und uns logischerweise die Stromkosten nach oben treiben wird. Und dann, also, oh, hier hängen schon Plakate von den Grünen. Ich kotze. Was ist das denn hier? Was stand da gerade drauf? Warte mal, ich muss doch mal einmal zurückfahren. Das gibt's ja gar nicht. Was steht hier drauf? Erdkabel, die bessere Alternative. Okay, hier geht's um den Südling, auch ein Punkt. 11 Milliarden Euro? Ne, der Südling kann das hier in Osnabrück gar nicht sein. Muss ein anderer Link sein. 11 Milliarden Euro kostet ja nur der Südling. Stadt ist dezentral. Also ne, gleich Lösungsvorschlag, damit es halt der meckert. Nein, dezentrale Energieversorgung. Und lasst auch mal den Landkreisen oder den Kommunen auch ein bisschen Eigenständigkeit. Wenn die in der Lage sind, selbst Autarkie herzustellen, und das können ja einige Landkreise, Wasserkraft, Solar, Wind, Biomasse, geht. Könnte man machen. Vorhandenes Stromnetz nutzen, würde alles gehen. Man will es nicht. Man will es einfach nicht. Man will diese Ideologie durchsetzen, dass man überall alles zupflastert mit Windenergieanlagen, da wo, auch wo es keinen Sinn macht, spielt keine Rolle. Muss dahin, boom. Und das ist einfach der Wahnsinn. Und das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und wie gesagt, dass die sich so rausreden können. Warum hängt denn jetzt hier kein Plakat mehr? Hier hängt ein Plakat. Da die. Für Menschenrechte und Ordnung stand auf dem Plakat von den Grünen. Welche Ordnung meinen die denn? Was ist das denn für ein Scheiß schon wieder? Ist das geil? Da muss ich mir jetzt mal die Plakate hier angucken. In der nächsten Ortschaft geht's schon. Die Grünen haben schon wieder überall plakatiert wie die Bekloppten. Das kostet doch Energie, das ist doch Umweltverschmutzung. Ein Wahnsinn. Ach so, was wollte ich denn noch sagen? Frau Rentsma, die junge Frau Rentsma war doch bei Markus Lanz. Ich habe nur die Hälfte gesehen, weil mir wirklich schon, ich kann diesen Quatsch. Warum werden diese Leute da überhaupt eingeladen? Und da habe ich von der Luise Neubauer, dann war die wieder in Brüssel, ist wieder nach Brüssel gejettet, ja, so ein geiles Video auch wieder bekommen. Wo die denn da steht und wieder die Klimakatastrophe bejammert und ja, es sind nur wenige schuld. Ganz, ganz paar Leute haben Schuld daran und dann kommt hier Back in Time hier von Zurück in die Zukunft, dieses schöne Ding und auf einmal fängt das Video an im Gangnam-Style von Luise Neubauers Tagebuch. Googelt das mal, ja, guckt mal bei YouTube. Luise Neubauers Tagebuch. Und dann, wo die überall schon war, alter Schwede, die war in jedem Land auf diesem Stern, aber schon zweimal. Und das sind die wenigen, die das Klima verseucht haben. Und ich gucke hier wieder, hier ist alles so schön, hier stehen wunderschöne Eichen, Mischwälder, alles Fichten stehen hier, in herrlicher grüner Pracht. Fichten! Sollen wir doch nicht mal anbauen? Ist doch alles im Arsch. Jo. Warum ist alles im Arsch? Warum ist der Borkenkäfer da? Hat nicht nur mit der Trockenheit zu tun, weil er einfach, ach komm, wird zu weit führen. Wird viel zu weit führen. Das ist irre. Aber wie gesagt, und dann steht dann die Leute, die Neubauer, und dann heulen die, und die Leute glauben das. Und wie gesagt, unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk lädt die auf unsere Kosten da ein, um ihre ideologischen, schwachsinnigen Mumpitz-Dinge da loszulassen. Das ist einfach das Schlimme überhaupt. Wahnsinn. Und da sitzen immer dieselben. Kann man da, ich fand das ziemlich geil, was der Lanz gemacht hat neulich, als dann, wie gesagt, diese Landräte, Bürgermeister aus der Kommunalpolitik leider saßen. So, die haben dann schon mal was ganz anders gesprochen. Weiß ich gar nicht. Haben wir jetzt wieder Internet? Unglaublich. Unglaublich. Also, habe ich ja gerade gesagt, da stand auch eine Studie, oder da war auch Zahlen, wo überall ein vernünftiger Internetabdeckung ist. Also Deutschland war da auch wieder mal wieder Schlusslicht. Unvorstellbar. Wirklich der absolute Wahnsinn. Das gibt's gar nicht. Und neulich auf der Autobahn auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn da unterwegs? Mitten auf der Autobahn. Kein Internet, kein Handyempfang. Also das ist einfach nicht mehr normal. Wirklich. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber gut. Immerhin gibt es hier Bushaltestellen. Ich frage mich nur, ob hier jemals ein Bus langgekommen ist.
Na, der ländliche Raum blutet halt aus und man lässt ihn halt ausbluten. Und das dürfen wir nicht, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Das geht nicht, Leute. Und deswegen brauchen wir, und ich weiß, es ist natürlich viel bequemer, nichts zu machen, aber die Zeiten sind vorbei. Und ich werde das auf der Veranstaltung auch gleich wieder sagen. Ihr müsst alle vom Sofa hochkommen. Ihr müsst was machen. Ehrlich. Das wird sonst nicht gehen. Ihr müsst euch engagieren. Und es reicht nicht, einmal auf die Straße eine Demo zu machen. Das wird nicht reichen. Das ist grundsätzlich gut. Und das befürworte ich auch, absolut. Aber nur das reicht anscheinend nicht. Oder wir ziehen es mal richtig konsequent durch. Also richtig. Aber, naja. So, bin auch schon wieder gleich da. Wie gesagt, ich teile das nachher mal von dem Nikolaus Schöning. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist ganz wichtig, das mal zu sehen, wie Politik hier bei uns, vor allem in Niedersachsen, arbeitet. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Und wie Presse vor allem damit umgeht. Ich meine, ich weiß ja, unsere Presse hier ist alles sehr rot, also sehr sozialdemokratisch, ja. Aber so krass, boah, das ist schon. Warum muss Presse überhaupt irgendwie politisch eine politische Richtung haben? Ich dachte, wir haben eine freie Presse, die objektiv ist. Also zumindest war das doch mal der Ur, dachte ich eigentlich immer, dass es der ursprüngliche Gedanke sei. Wahrscheinlich nicht. Naja. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich da live gehen kann gleich. Muss auch die Leute mal fragen, wie es wollen. Und man braucht dann eine vernünftige Internetabdeckung. Okay. Wir werden sehen. Also, schönen Abend euch.